Ich sehe aber keine Wolken vom Azubaba. Es ist gar nichts draußen. Mann, wo bist du? Weiß ich, was du für Wolkenformation meinst, auch keine Ahnung, ey. Von rechts zieht sich wieder zu mit Schnee. Muss ich jedes Mal meinen Arsch draußen riskieren, nur weil meine Mutter keinen Bock hat, wo sie das Amt für mich übernehmen wollte, weil ich so krank im Bettlägerisch bin? Oder was? Nass geworden, das hätte ich schon wieder klasse. Dass du mit Pissen ist, dumm Balkon. Scheiß Kleister. Komm ich ja kaum noch dran, muss ich extra Küchenfenster-Video-Stream machen oder was? Mann, wo bist du? Weiß ich, welche Wolkenformation du meinst. Es sind bunte, sind schwarze, weiße Wolken. Verschiedene Sorte, ey, und ein blauer Himmel dazwischen ist auch noch. Uah. Bald lege ich mich da auf die Fresse oder was? Mom? Ja, was, ich weiß nicht, welche Wolken du meinst. Die sind schwarz-weiß und blauer Himmel dazwischen. Ich hab hier wenigstens ein bisschen Schimmel weggepflegt. Guck mal. Geil, ne? Komm raus, aber zieh die Tür bitte ran. Danke. Ich hab ein bisschen Schimmel weggefegt. Muss hier mit dem Wasser hier, mit Wassereimer, wenn es sonnig ist. Ich glaube, die haben für morgen gutes Wetter gemeldet. Morgen früh sehen wir das mit dem Venus, mit den beiden Paarungen da. Morgen hat es Schnee gesagt, da gehe ich aber alleine morgen. Aber heute. Morgen gehe ich alleine zur Erbe. Aber hier, guck mal, wie das hier aussieht. Um 12 habe ich ja den Termin, den letzten. Ja, ich weiß aber nicht, was du für Wolken meintest. Klärt sich das jetzt noch mehr auf von rechts? Ja, aber es klärt sich von rechts noch mehr auf, ne? Nee, da kommt eine Wolke. Nee. Gegen Abend soll sie aufklären, haben sie im Internet geschrieben. Dann sehen wir heute ab dem Mond und Jupiter wieder aufgehen und diesen Aldebaran. Mhm. Ich meine, sie über dem Hausdach die Wolkenformation bei Balu. Mhm. Meinst du die da, bei Balu hier? Mhm. Weil die kommen vom Küchenfenster. Das ist ja schon schwierig hier. Guck mal. Ja, pass auf, das ist nicht schön. Naja, ich passe schon auf. Sieht aber komisch aus. Das sind Eiskappenwolken, Eiskristallwolken. Das konnte ich dir vorher. Ja, die haben, glaube ich, für später weiter Schneefall gemeldet, richtig? Ja, ja. Wartest du bitte, Mama? Bin noch nicht fertig hier. Ja, du sollst die Tür reinmachen, wenn du mit rauskommst. Küchenfenster ist schwer. Da komme ich schlecht dran. Guck mal. Schon über Enste hier. Guck mal hier bei Balu, dann weißt du es. Hier. Ja, geh mal hin. Ja, geh mal hin, Enste. Das kommt aber von draußen. Über dem Berg sind auch. Das ist interessant da oben, ne? Sind das nicht die Warzenwolken, die wir vorhin waren? Immer nur so ein bisschen warzenmäßig. Vorhin waren mehr Warzenwolken gewesen. Mama, guck mal, Küchenfenster, das sieht interessant aus. Hier sind Stratuswolken. Schneestratuswolken, guck mal. Mama, guck mal schnell. Mom! Hier sind winterliche Schneestratuswolken, guck mal, und da ist ein weißer Horizont da hinten. Ich will nachher mal duschen, ne? Das Schneeweiß ist ein weißer Horizont, guck dir das mal an. Ich darf duschen. Ja, aber heute haben sie wieder auch den Mond und Jupiter wieder aufgewollt, wir zusammen gucken. Mhm. Morgen früh das mit der Venus wollten wir auch gucken. Ja, aber ich will auch mal duschen nachher.
Kannst du ruhig, wenn der Mond aufgegangen ist, wenn der Jupiter da ist und Aldebaran und der Saturn auch noch. Dann kannst du duschen. Ich bleib auch nicht die ganze Zeit draußen, wo ich krank drauf bin. Nee, der Kälte oder die ganze Zeit. Du ja, du aber hast es nicht so wie ich. Ich bin mehr kränker wie du. Soll ich mir auch was wegholen? Du hast Jacke angehabt, meistens ich nicht. Ja, hier ist ein weißer Horizont Richtung Ebersfeld. Was heißt das? Schnee? Ja. Schneehorizont? Ja, guck mal, die Wolken vom Horizont. Wie lustig. Ja, wenigen Winterberg, man weiß, was da los ist. Ja. Also richtig da los. Guck mal, Balkon raus. Vielleicht sind da auch noch Wolken vom Horizont. Oder zieht sich von rechts zu? Guckst du mal nach, von rechts was zuzieht? Danke.